Andreas, wie ist die monatliche Rate fürs Haus? Jetzt erstmal fast gedeckt. Fast gedeckt. Das heißt, das ist ja ganz einfach. Wir sorgen dafür, dass der Quali-Sieger immer Kohle kriegt und du gewinnst die. Genau, das wäre schön. Okay, aber Spaß beiseite. Gratulation zur Quali. Bedingt ist das nur etwas wert, aber für den Kopf ist es viel wert. Ja, doch, ziemlich. Also ich konnte mir jetzt stetig bergauf arbeiten und jetzt gerade zuletzt nach Zakopane hatte ich doch kurz nochmal einen Durchhänger. Muss so ein bisschen das Gefühl wieder finden und jetzt bin ich froh, dass ich mich jetzt hier Sprung zu Sprung ranarbeiten konnte und doch, so kann es weitergehen und es gibt den Schub Motivation für nächste Woche. Wie läuft das, diesen Schub zu finden bzw. die Fähigkeit, diese kleinen Fehler abzustellen? Braucht man da das Gemüt eines Fleischerhundes? Braucht man da eine innere Ruhe? Muss man da ganz behutsam vorgehen? Ich glaube, also ich kann nur von mir sprechen, behutsam ist nicht der richtige Schlüssel. Der richtige Schlüssel ist bei mir ein Lächeln auf den Lippen und ein Siegerwillen und dann geht das. Also ich konnte Gott sei Dank die letzten Großereignisse immer überzeugen und das war mein Geheimrezept. Lache Bayazzo, auch wenn der Hintern voller Tränen steht hier. Also du bist ein Typ, der lacht, glaube ich, auch beim 50. Platz, aber dann eigentlich vor Ärger. Ja, schon, also da lache ich mich aus. Kannst du das nochmal unseren Zuschauern sagen? Du bist ein ganz Ausgekochter. Ein ganz Ausgekochter. Du startest in Sochi, holst eventuell eine Medaille und die anderen machen die Arbeit zu Hause. Na, so würde ich es nicht ausdrücken. Also ich Na, glaub, was denn? Ich glaube, wir sind... Ziehst du um während Sochi? Ziehst du um oder nicht? Ja, mache ich schon. Und da bin ich natürlich extrem dankbar, dass meine Familie und meine Freundinnen und Freunde uns helfen. Und ich habe das schon ein bisschen so geplant, dass ich nicht da bin. Das dann, ja. So, und wenn dann alles nicht hinhaut, verstehst du, dann kommst du zurück und räumst alles um. Ja, so in Art. Nee, ich denke, die haben ihre Pläne und die wissen, was sie machen müssen. Alles klar. Alles Gute für morgen, übermorgen. Danke sehr.